Hey Jungs, hier von newgadgets.de und in München, und hier gibt es das neue Microsoft Surface Tablet. Und schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. 10 Zoll Display, das ist die Version mit dem ARM-Prozessor und Windows RT drauf. Dazu gibt es dann auch noch optional das Touchcover. Ihr seht, super dünn, eine Tastatur mit Touchpad, auf der man dann wunderbar schreiben kann. Das zeige ich euch dann. Ich habe schon ein bisschen ausprobiert, wirklich sehr cool. Das wird dann einfach hier mittels Magneten angedockt und schon kann man damit arbeiten. Aber bevor wir dann damit loslegen, ja, zeige ich euch erst nochmal die Anschlüsse von diesem Tab. Wir haben hier erstmal eine Frontkamera und auf der Rückseite die Rückkamera. Ja, Moment, fokussiert so schlecht. Außerdem haben wir hier noch ein Kickstand. Das ist auch mal was Neues, das hat nicht jedes Tab. Damit könnt ihr das dann hier aufstellen. Und an Anschlüssen haben wir hier erstmal auf der rechten Seite einen Anschluss für das Netzteil, USB, Mikro, HDMI, um uns an den Fernseher anzuschließen. Dann den Lautsprecher auf beiden Seiten. Und auf der linken Seite ein Headphone Jack, also Kopfhöreranschluss, und die Lautstärketasten. Unten dann den Port für das Touchcover. Es gibt natürlich auch noch ein anderes, das ist ein Tastaturcover dann. Und oben integriertes Mikrofon und den Power-Button. So, und jetzt arbeiten wir mal ein bisschen damit. So, den Standfuß gleich mal ausfahren. Moment. Ist mit einer Hand so ein bisschen schwer, aber das geht. Moment, so, ja. Und ihr hört jetzt gleich ein Klicken. Das ist die Tastatur, die sich mittels Magneten mit dem Tab verbindet. Und schon können wir dann damit arbeiten. Wir haben hier das Touchpad. Ihr seht auch, hier ist der Mauszeiger dafür. Und schauen wir uns das mal an hier in der Windows 8 UI. Wenn wir hier mit dem Touchpad, dann mit der Maus nach links und rechts fahren, kommen wir ans linke oder ans rechte Ende. Dann können wir hier die Tastatur benutzen. Wir können natürlich auch alles mit dem Finger machen, das ist ja auch wirklich sehr flüssig. Was auch schön ist, der Rand ist ja auch touchsensitiv. Wenn wir hier von links nach rechts streichen, können wir zwischen den aktuellen Anwendungen umher switchen. Ihr seht, die Kamera ist auch aktiv, was ich sehr praktisch finde. Word habe ich auch schon geöffnet. So, arbeiten wir mal ein bisschen da drauf. So, um den Text zu markieren, wie auf einem ganz normalen Notebook. Double Tap und entfernen. Und ihr seht, man kann hier auf der Tastatur wunderbar schreiben, die ist nicht kapazitiv, das dachte ich zuerst. Also wenn ihr euren Finger drauf ruht, passiert nichts. Also wir können hier drüber streichen, passiert nichts, wir können hier aber wie auf einer richtigen Tastatur drauf rumtippen und dann wird dann auch was geschrieben, denn man muss hier ein klein wenig Druck ausüben, nicht so viel, aber genug, um wirklich zu merken, ja, jetzt habe ich die Taste wirklich gedrückt. Und ja, schreiben wir mal kurz was. New Gadgets mit einer Hand. Ach, ging doch eigentlich. So, nochmal. Also, lässt sich eigentlich sogar wirklich sehr gut drauf schreiben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Tastatur ist natürlich auch noch ein Display-Schutz für das Tab. Damit hier keine Kratzer drauf kommen oder es vor Stößen geschützt ist. So, ihr seht, wir haben auch einen Desktop, hier der Papierkorb, wir können es ganz normal umher, ja, scrollen. Ja, das sieht eigentlich aus wie ein ganz normales Windows, aber halt eben auf einem ARM-Prozessor. Hier haben wir ein paar Bilder im Papierkorb, löschen wir dann gleich. So, gehen wir mal wieder zurück. Leider habe ich jetzt gerade kein Internet, sonst könnte ich auch noch ein paar andere Sachen zeigen, wie den Store. Denn nicht jede App wird jetzt auf dem Tab funktionieren. Dafür müsst ihr dann einfach im Store Apps besorgen, die es natürlich da auch kostenlos gibt. Oder die bekannten Apps wie Office oder so. Oder Photoshop. Die müssen dann natürlich gekauft werden. Die Kamera hatte ich ja gerade eben schon ein bisschen gezeigt. Wenn ihr ein Bild machen wollt, einfach drauf tippen und schon ist es gemacht. Hier seht ihr es. Und wir können natürlich auch gleich die Frontkamera benutzen. Moment. So. Hallo. Das ist die Frontkamera.
Und die Bilder werden dann natürlich hier gespeichert. Ihr könnt die dann einfach per E-Mail verschicken, etc. Auch hier haben wir den Startbutton. Wenn wir hier von rechts nach links gehen oder von oben nach unten oder von unten nach oben, um andere Optionen anzeigen zu lassen. Beispielsweise hier. Wir können hier Sachen importieren. Das ist nämlich die Bildbibliothek. Ihr seht, wenn wir mit dem Internet verbunden sind, können wir uns hier auch unsere Facebook-Fotos, Flickr-Fotos etc. anzeigen lassen, auch die SkyDrive-Fotos. In der Bildbibliothek haben wir die Bilder, die hier damit gemacht wurden, beziehungsweise hier drauf sind. Und ihr seht, das Ganze läuft super flüssig, wenn wir ein Bild vergrößern oder verkleinern wollen. Also ich bin wirklich sehr positiv überrascht von diesem Surface-Tablet, vor allem aber auch hier von diesem Touch-Cover, denn ich hatte nicht damit gerechnet, dass man wirklich so gut damit arbeiten kann. Und ja, es ist sehr faszinierend, dass das einfach so dünn ist und so gut funktioniert. Hier haben wir natürlich auch ein paar Shortcut-Buttons, um die Einstellungen zu ändern, etc., um hier beispielsweise Bildschirm, die Helligkeit zu regeln. Das alles geht super einfach. Natürlich muss ich mich auch da erstmal einarbeiten, ist ja auch eigentlich ein neues Betriebssystem, Windows RT. Also kann man das in so einem schnellen Hands-on auf jeden Fall nicht wirklich zeigen, wie alles hier so funktioniert. Da muss die Zeit, muss ich erstmal ein bisschen mich einarbeiten, ein paar Apps installieren, denn hier ist ja auch eigentlich nur Office drauf. Aber wir besorgen uns einen Tab und werden dann damit arbeiten. Es kommen ja auch noch sicherlich einige andere Windows RT Tablets auf den Markt. Wir haben ja auf der IFA schon gesehen, Asus, Samsung und noch ein paar andere haben dann ein paar Tablets mit diesem Betriebssystem drauf. Also bleibt das Surface nicht das einzige. Aber das Surface ist wirklich ein sehr interessantes Tab. Direkt von Microsoft. Auch mal was Neues, dass Microsoft dann hier direkt so ein Gerät auf den Markt bringt. Bei uns auch bald verfügbar. Zu einem Preis von, glaube ich, 500 Euro. Wenn ihr das optional erhältliche Touch-Pad hier haben wollt, da müsst ihr, glaube ich, nochmal 100 Euro drauflegen, was ich schade finde. Es wäre natürlich toll gewesen, wenn es dabei gewesen wäre. Aber man kann auch ohne dieses Cover arbeiten. Nehmen wir einfach das Tab in die Hand und können dann ganz normal, wie mit jedem anderen Tab, damit arbeiten. Haben dann natürlich auch eine On-Screen-Tastatur. Wenn wir hier beispielsweise einen Ort eingeben wollen, seht ihr auch, ist diese sogar für Thumb-Typing optimiert, wenn wir hier links und rechts unsere Hand haben, um dann hier schnell zu schreiben. Die kann man aber auch hier einstellen. Wir können hier klein, mittel oder groß wählen. Wirklich sehr schön. Ihr seht, wir können hier auch mit handschriftlich arbeiten. So, einfügen, ABCD. So. Wie wir es auch von Smartphones kennen. Aber ich finde die Lösung hier mit dem Touchcover wirklich sehr gut gelöst. Und so sieht das Tab dann aus, mit dem Touchcover als Displayschutz. Fühlt sich sehr hochwertig an, meiner Meinung nach. Das Microsoft Surface Tablet.